hat er sich an dem Schniedelwutz gekratzt. Es roch nach Grünzeug. Und nicht, dass ich jetzt ein Spezialist mit Grünzeug wäre, ne? Aber ich sag euch, das war schon ganz schön hart. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir so ein kleines Storytime-Video vor uns. Yes, Queen, yes, Queen, yes, Queen! Ja, wie einige vielleicht noch gar nicht wissen oder vielleicht auch wissen, weil sie mal in meinen Lebenslauf reingeschaut haben, bei TanjaLevyVocalStudio.com. Ich habe früher an vielen Privatschulen gearbeitet, Musicalschulen, an staatlichen Schulen, Krone, Freie Schauspielschule Hamburg, Stage School, Stage Up und so weiter und so fort. Habe da als Dozentin Gesang, Schauspiel gemacht, Popchöre und so weiter und so fort. Also alles so mit Gesang und Schauspiel. Habe dann an verschiedenen Schulen unterrichtet und gearbeitet und da sind natürlich unfassbar witzige Sachen und total auch abstruse Sachen passiert. Aber auch jetzt hier, seit ich in Singapur lebe und aus meinem Studio hier unterrichte, passieren auch so wirklich allerlei merkwürdige Sachen, über die ich heute gerne erzählen möchte. Wenn ihr selber Lust habt auf eine Gesangsstunde oder ein Gesangspaket oder eine Gesangsanalyse, dann schaut doch mal rein bei TanjaLevyVocalStudio.com. Dort biete ich gerade ganz verschiedene Pakete an. Einmal ist das die Gesangsanalyse, wo ich euch einen Report schicke, also richtig paar Seiten lang analysiere ich da eure Videos oder natürlich eine Gesangsstunde, die ihr buchen könnt. Das ist fast sogar noch besser, wenn ihr selber ein Casting habt oder ihr wollt euch einfach verbessern in eurem Singen. Oder es gibt auch Gesangspakete für 14,99 mit Powersing und Basispaket Töne treffen. Genau. Schaut doch auch da mal rein. Ah. Starten wir doch eigentlich gleich mit Nummer 1. Ja, Nummer 1, also ja, das ist jetzt wirklich weird und das ist auch nicht kinderfrei. Das heißt, wirklich, haltet dir die Ohren zu, wenn es soweit ist. Ich habe in einer Stadtteilschule am Denksteinweg gearbeitet und da möchte ich mal eine Geschichte von diesen Millionen wirklich witzigen Geschichten erzählen. Und zwar, dort habe ich die 5. Klasse unterrichtet in einem Theaterkurs und dort gab es einen kleinen jungen Mann, der ungefähr irgendwie 12 oder 13 war, ich weiß es nicht mehr so genau. Immer wenn er mich gesehen hat, da hat er sich an dem Schniedelwutz gekratzt. Ja, das muss ich jetzt mal so sagen. Also der hat sich dann halt untenrum auf jeden Fall immer wieder gekratzt. Da habe ich auch gedacht, Mensch, der steht ja auf der Bühne. Wir hatten da auch eine Bühne, wir waren in der Aula. Und wir haben alle, sind alle im Gruppenunterricht. Ne? Also ich mache halt mal ganz normal meinen Unterricht. Und dann am Ende stehen, ne, je nachdem, muss die Gruppe dann halt ihr Theaterstück vorzeigen, was auch immer. Auf jeden Fall, er stand jedes Mal, wirklich jedes Mal, direkt immer angegriffen, immer gekratzt. Keine Ahnung, was los war. Ich habe dann, bin auf jeden Fall zu unseren Schulpädagogen gegangen, die übrigens super nett waren zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch viele Jahre da gearbeitet. Und hat dann denen das erzählt, weil ich gedacht, also Mensch, irgendwie, das ist total komisch. Kann das sein, dass er irgendwas hat? Und das weiß ich halt nicht, dass er vielleicht sogar, man weiß ja nicht, warum sich jemand kratzt. Vielleicht hat er ja Läuse und, ne, ich muss das irgendwie, also ich wollte denen sagen, weil ich nicht wusste, was das war. Ne, kann ja sein, dass er die Kratzer hat oder keine Ahnung, was da los war. Wichtig ist, dass die Pädagogen halt immer den Dozenten Bescheid sagen, dass man sich darauf einstellen kann, ne, dass man auch Sagrotan mitbringt. Okay, gut, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ging das dann so weiter und jedes Mal, wenn er mich dann gesehen hat, Frau Levy und so, ne? Und damals war ich noch ziemlich jung, ich war 22, also, ne? Relativ, es war eigentlich mein erster Job in der Stadtteilschule. Naja, also, wie gesagt, schon fast 10 Jahre her. Und auf jeden Fall, Gott, ey, das ist schon wie... Auf jeden Fall kamen dann irgendwann die Pädagogen zurück zu mir. Das ist ein bisschen Zeit vergangen, 2 Wochen oder so. Und dann meinten die halt, ja, Tanja, wir haben jetzt mal so darüber nachgedacht, warum es sein kann, dass... nennen wir ihn jetzt mal Marc, warum sich Marc halt immer, wenn er dich sieht, untenrum kratzt. Und dann meinte ich, okay, hat er was oder was ist da jetzt los? Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, also wir vermuten, dass er ja vielleicht in dich verliebt ist oder vielleicht in dich verknallt ist und dass du dann halt sozusagen was bei ihm anregst. Und dann habe ich gedacht, sorry, das ist jetzt so, oh mein Gott, oh mein Gott. Da habe ich auch echt gedacht, nee, das kann, also, oh, also, kann, ich habe gar kein Problem, wenn, also ich,
Jungs oder jüngere Männer in mich verknallen. Kein Problem damit. Aber ich fand die Situation einfach extrem witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann meinten die halt, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, was die Lösung war. Aber ich habe dann gedacht, okay, ja, das war so eines der weirdesten Sachen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil er sich da halt eben gekratzt hat und man eben nicht wisse, woher das kommt. Man vermute aber, dass ich in ihm irgendwelche Gefühlsanregungen habe und er dadurch halt, you know, he's going crazy. Okay, Mrs. Robinson. Nummer 2. Ja, das hat noch nichts mit Gesangsunterricht zu tun, aber auch wieder Storytime mit meinen Schülern. Oh Gott. Das war auch an einer Privatschule, an der ich gearbeitet habe in Hamburg. Das war ungefähr um 2014 herum. Ich habe damals dann eine Klasse gehabt, die ich dann unterrichtet habe, in einem Theaterkurs. Und ich bin mal kurz schwuppsdiwupps auf Toilette gegangen. Also da wollte ich erstmal auf Toilette gehen. Und ja, Männer-, Frauentoilette war so nebeneinander. Und dann habe ich irgendwie so laute Geräusche gehört aus der Männertoilette, ne? Und dann habe ich das sehr komisch, ne? Und an der Schule habe ich auch sehr lange gearbeitet, fast 5 Jahre. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich meine, die Schüler kennen mich und so, was ist da eigentlich los? Vielleicht ist ja was passiert. Ich sollte doch mal nachschauen gehen. So, und dann auf jeden Fall bin ich auf Toilette, in die Männertoilette. Und da war so ein richtig, da war also richtig so Gerangel, Mensch. Also was war da los in der Toilette? Bin ich dann eben auf Toilette. Hab dann gemerkt, das riecht aber es riecht irgendwie nicht nach, naja, ihr wisst es, ich darf das, glaube ich, hier gar nicht auf YouTube sagen. Also, es roch auf jeden Fall nicht, es roch auf jeden Fall nach was Grünem. Es roch nach Grünzeug. Und nicht, dass ich jetzt ein Spezialist mit Grünzeug wäre, ne? Aber ich sag euch, das war schon ganz schön hart. Also, ich habe gedacht, wer immer gerade jetzt am Rauchen ist, der raucht sich gerade echt die Birne weg. Also das war wirklich so ein Grünzeug habe ich selten gerochen. Dann habe ich natürlich erstmal so die Tür aufgemacht, weil da war auch nur eine Toilette in dieser Jungstoilette. Dann habe ich die Tür aufgemacht und dann hat jemand zurückgezogen. Und dann dachte ich, krass, was geht ab? Und dann habe ich dann gesagt, Entschuldigung, was ist hier los? Und damals, also mit meinem Oberlehrerton, das habe ich jetzt natürlich nicht so drauf. Und dann habe ich gefragt, sag mal, Jungs, was macht ihr jetzt gerade? Ich also öffne die Tür, der Typ hängt da mit einem riesen Johnny. Der war 14, 15, hängt mit einem riesen Johnny im Maul. Entschuldigung für mein Englisch, pardon. Also hängt da mit einem riesen Johnny im Maul. Raucht da eine und ich gucke den direkt ins Gesicht, er guckt mich an, wir diesen einen Moment, ich so, ach du Kacke, ich hab gedacht, das ist jetzt hier echt, das hat mich so überfordert in dieser Situation, weil das war einfach, also nichts ist schlimmer, als wenn man wirklich Zeuge ist, wenn das irgendwo passiert, wo ich das nicht weiß und nicht sehe, interessiert es mich nicht, aber wenn es direkt vor meiner Nase passiert. Naja, auf jeden Fall, er hat dann die Tür zugemacht und dann habe ich gesagt, also ich habe die dann gebeten, dass die das jetzt sofort beenden müssen, weil ich sonst zur Schulleitung gehe und dann würde ich dann Bericht erstatten und dann würde es ja so richtig Ärger geben. Ja, ja, bla bla. Und natürlich halt Tumult und so, die waren dann zu zweit. Also wie gesagt, dieser Johnny war größer als sein Kopf. Also es war unglaublich. Und da habe ich mir erstmal auch, seitdem haben mir die Schüler auch Grünzeug angeboten und da habe ich ihm gesagt, Sweetie, ich glaube, das Grünzeug, was du da rauchst, das wäre für mich schon einfach viel zu billig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Bock auf Grünzeug hätte, dann würde ich das nicht von dir kaufen, dann würde ich das, glaube ich, von jemandem kaufen, der gutes Grünzeug hat. Da muss man schon ein bisschen Geld investieren. Leute, dieser billig Grünzeug-Kram, der macht's auch nicht. Ja, heute gab es mal 3 Stories. Wenn ihr Lust auf solche Videos habt, dann Daumen hoch und lasst es mich wissen in den Kommentaren, ob euch das gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall mehr Videos zu solchen Themen mal machen, weil es gibt echt so witzige Sachen, die ich erlebt habe. Die sind einfach crank, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob man noch crank sagt, aber die waren einfach crank. Was ist da los? So, meine Lieben, ich sehe euch in meinem nächsten Video und frohes neues Jahr. Falls das Video schon hochgeladen ist, bevor 2020, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr und wir sehen uns im nächsten Jahr. Liebe Grüße aus Singapur. Tschüss, tschüss.